Ja, bei mir auch. Kamera läuft. Yes. Wir laufen auf. Ja. Ja. Ich muss bei mir ab und zu fahren, weil ich schneide mich selber drauf. Ja, Servus. Servus. Hasis. Magst du den Clap machen? Den Clap? Ja, den Clap machen. 3, 2, 1. Servus. Servus. Wie geht's dir? Grüße. Hallo. Danke. Servus. Ja, gut. Hasis. Ja, aber es ist Hase. Wir werden sicher ein bisschen schwitzen und glänzen. Ja. Ab und aber zu. Freut mich, dass du da bist. Danke. Danke, dass wir es geschafft haben. Doch aus dem Stadtstaat Kulgram her. Ja, gereist. Absolut. Deswegen bin ich mit der Kutte. Gell? Wir haben dann nachher noch eine Sitzung, eine kirchliche, im Stadtstaat Kulgraben, 7062 St. Margareten. Und ich habe mir gedacht, weil ich so einen Zeitdruck habe, lasse ich gleich die Kutte an. Ja. Das ist eh schön, was ich da sehe in dem Bild. Sehr gut. Also, das ist eher so dein Outfit für jetzt dein Solo-Act. Genau, ja. Also so rennt es meistens unter Salma, ja. Mhm. Ansonsten, wenn wir unheiligen Messen haben im Köller, ja, oder so, dann ziehe ich das auch. Aber meistens ist es schon für Salma, ja. Also das okay. Ist immer schön immer in Rot gehalten. Mhm. Und das ist die zweite Generation meines Kostümes. Weil an sich, ich habe ein bisschen erforscht, und an sich bist du ja schon sehr lange unterwegs in der Musik. Sehr, sehr versiert, spielst vieles, wenn ich richtig aufzähle, natürlich hauptsächlich Schlagzeug, genau. Klavier, mhm. Bisschen Gitarre, ja. Bassgitarre dann. Bass, ja. Ebenso. Genau. Und Singen. Und Singen, ja. Genau. Ich weiß nicht, ob man es Gesang nennen kann, aber es geht schon in die Richtung. Naja, ich meine, bei Salma bist du ja doch eher... Ja, da gesanglich unterwegs. Genau. Also ich probiere zumindest, dass ich halt irgendwie so die Töne hinschieße oder ein bisschen trief. Mhm. Aber also, ich bin selber sehr kritisch, was der Stimme angeht. Man hört vielleicht schon beim Sprechen, also ich habe schon erstens einmal eine ekelhafte Sprechstimme. Und das ist beim Singen natürlich noch um einiges schlimmer. Aber ich probiere es zumindest, ja. Also okay. Neben den Musikinstrumenten ein bisschen zum Singen. Genau, und außer die ganzen Instrumente, die du spielst, bist du ein wortwörtlich ausgezeichneter Songwriter. Dankeschön. Ja. Na, das hat mir keiner gesagt. Nein, du hast ja auch tatsächlich solche Wettbewerbe gewonnen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, zuletzt mit, das war sogar Seek and Destroy. Mhm. Das war ein ganz gemischtes Programm. Das war der burgenländische Song Challenge Bewerb. Ja. Und das haben wir damals mit Seek and Destroy, das war jetzt letztes Jahr, Erster geworden, ja, mit Legends. Man muss ja sagen, vom Blau und Geil Album ist, glaube ich, Legends der harmloseste. Ich meine, so textlich ist auch ein bisschen debil und ein bisschen krank. Aber das ist wahrscheinlich der Song, den was man am besten verkaufen kann. Und mit dem haben wir das, ja, die Geschichte abgeräumt, ja. Oh, Telefon! Hoppe! Ja, und auch mit Salma. Aber Salma war leider nicht so weit vorn. Mhm. Aber Seek and Destroy ist einfach die Macht. Okay. Und wie war dann so dein musikaler Werdegang? Eben mit welchem Instrument hast du angefangen? Wie bist zu dem gekommen, wo du jetzt bist? In Kurzfassung. In Kurzfassung. Angefangen hat das Ganze mit meinem Nachbar. Also mein Nachbar Thomas Drausmuth. Seines Zeichen Gitarrist von Seek and Destroy. In Burgenland sagt man Second Destroy. Und den Vater hat uns halt damals schon Black Sabbath gesagt. Und dann haben wir probiert, das irgendwie an der Gitarre nachzuspielen. Und wir haben beide gemerkt, puh, da braucht es halt ein bisschen mehr als ein, zwei Stunden herumzupfen, dass man das Gerät einmal richtig spielen kann. Und da draußen, also Shaggy Dong Dong, ist dann an der Gitarre geblieben. Und mir hat es aber dann mehr ans Schlagzeug gezahlt. Und das hat mir dann auch mehr getaugt. Und da bin ich dann auch dran geblieben. Ja, haben wir die ersten 8 Jahre selber gelernt, Schlagzeug. Und irgendwann kommt man drauf, erst. Das ist natürlich sinnvoll, wenn man einen Schlagzeuglehrer bei der Seite hatte, was sich das einmal anschaut. Ja, und dann sind diverse Spielereien gekommen, jahrelang mit Seek and Destroy. Und dann hat sich das halt breit gefächert. Dann war ich kurzzeitig am VMI. Mhm. Aber heute haben wir das Video angeschaut, ich habe festgestellt, ich habe relativ den gleichen, ein bisschen so einen Werdegang wie der Martin Jovanovic. Mhm. Der hat auch das VMI gemacht in Wien und hat aber auch, glaube ich, zuvor Wirtschaft studiert. Und bei mir war es auch so, auch Wirtschaftsstudent, Marketing. Und das VMI habe ich dann gemacht. Ja.
so hat sich das dann irgendwie zusammengefunden. Ja, und Unterricht also eigentlich nur gehabt im Schlagzeugspielen. Unterricht nur im Schlagzeugspielen, genau. Genau, und der Rest irgendwie selber. Genau, der Rest ist dann irgendwie selber gekommen vom, erst habe ich dann noch Gitarre gelernt nebenbei, aber das sind ja dann noch ein paar Akkorde. Habe dann in einer Coverband Bass gespielt, war eine coole Geschichte. Und ja, das letzte Instrument war eigentlich Klavier und das spiele ich jetzt mittlerweile öfters als Schlagzeuger. Ja. Das macht so schöne Töne. Schlagzeug macht halt nicht so viele Töne, sag ich mal. Interessant und weil du halt doch ein Multiinstrumentalist bist und auch Lieder schreibst, in unterschiedlichen Genres, weil jetzt würde man doch sagen, Seek and Destroy, Metalcore, Salma nicht. ändert sich deine Herangehensweise zu Musik machen und Musik schreiben irgendwie in unterschiedliche Genres? Nicht wirklich. Also es beginnt halt alles mit einer Melodie. Man hat halt die Melodie im Kopf, sei es jetzt Seek and Destroy. Und ich mal halt immer gleichzeitig dazu so ein bisschen so Textpassagen. Bei Seek and Destroy ist halt ein bisschen kranker oder abgefahrener. Da kommen mir halt dann so Titel wie Blatt und Geil oder sehr, weiß nicht, der Liebesakt oder solche Geschichten halt. Dann in den Kopf. Und bei Salma, ja, durch das, dass halt ein bisschen fröhlicher ist oder halt ein bisschen andere Musik, ja, kommen halt andere Texte. Aber auf dem Salma-Album, was hier zu sehen ist, sind also Songs wie Schlaganfall oder ja, ganz verschiedenes. Also, ich weiß nicht, ich werde dann auch immer oft gefragt, so, Florian, wie kommst du eigentlich auf die Texte? Und dann sage ich, ich hatte einen Blackout, ich weiß es nicht. Plötzlich war es da. Plötzlich. Der sieht über 3,50, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und irgendwann wache ich auf und denke mir, scheiße, was ist passiert? Ja, und irgendwie, so ergibt es dann alles ein Gesamtes. Also du fängst mehr oder weniger an mit einer Melodie und dann arbeitest du dran herum und irgendwie gibt dir das Genre dann halt, oder dein, nicht unbedingt das Genre, weil halt einfach der Act vor, in welche Richtung es dann weitergeht. Genau, ja. Also ich lasse mich sehr beeinflussen von jeder Musik. Also das ist nicht so, dass ich nur Metal höre, oder das ist nicht so, dass ich nur Rock höre, sondern das ist halt, also ich habe als Jugendlicher sehr viel für die Opernfestspiele in St. Margarethen gearbeitet. Das geht von Opern bis zum Musical, bis zum Metal, bis zum Punk. Punk war immer ein sehr großer Bestandteil von der ganzen Geschichte. Und so lässt sich das halt immer in irgendeiner Kategorie schirmen. Ja. Und je nachdem, also ich könnte jetzt gar nicht sagen, von was ich mich halt am meisten beeinflussen lasse. Vielleicht von der gesamten Dummheit so von der Band, so von Seek and Destroy, von Klausi und Drause. Und dann mein Wesen, dann kommt immer so ein bisschen ein Chaos auseinander. Ja. Man merkt schon, ich habe dich jetzt mit unterschiedlichen Acts schon live gesehen, man merkt schon, oder zumindest auf mich wirkt so, dass das für dich Spaß haben, das Nummer eins in Musik machen ist. Also du nimmst das alles nicht so ernst. Ja, also schon ernst bist du willst ein gutes Ding machen und präsentieren, aber es muss nicht Musik und ernst. Und, ja, ich habe das immer, also es ist schon wichtig, dass man professionell dran geht an die Sache, ja. Also ich mache gern Spaß und habe auch gern Spaß und das ist halt auch das Wichtigste und ist auch der Grundstein, warum eigentlich Musik so lustig und leibend ist, ist natürlich die Portion Spaß, was halt dabei sein soll, aber das bringt halt alles nichts, wenn alle sagen, hey, wir machen da nur Gaudi und nur Spaß, sondern was halt die Leute oft nicht sehen, ist halt, dass es doch viel Arbeit ist, ne? Harte Arbeit und man sitzt ja halt da am Songwriting stundenlang und dann kommt halt der Text und da sitzt man halt wieder stundenlang. Und dann kommt halt alles andere, die Vermarktung, das Video, das sieht man halt oft nicht. Ne? Und ja, es ist halt wichtig, dass man da Hand in Hand geht. Richtig. Nein, aber das ist etwas, das mir immer aufgefallen ist, egal was es jetzt ist, ob Salma ist oder Seek and Destroy. Es nimmt sich selbst nicht ernst, aber es ist ein hohes Maß an Professionalität da. Genau. Und das merkt man in jeder Hinsicht, finde ich. Ich finde das sehr beeindruckend. Dankeschön. Ein bisschen hast du schon eigentlich, hast mir die Frage schon etwas weggenommen. Ich wollte eigentlich fragen, ob du aus den unterschiedlichen Genres was gelernt hast, was du in ein anderes Genre mitnimmst. Also wenn du jetzt Popmusik schreibst oder halt Alternative oder wie man es genau bezeichnen möchte.
Nimmst du das mit in Seek and Destroy und hat das dort einen Einfluss auf die Metalcore-Sachen, die ihr dort schreibt? Oder wie ist das für dich? Ja, schon. Also, die Seek and Destroy, ich muss sagen, Seek and Destroy-Song schreiben ist eigentlich am schwierigsten, weil da treffen sich so drei Köpfe aufeinander. Da draußen ist halt wirklich bei uns mehr der Metalcore-Typ. Mhm. Ich bin halt mehr, sag ich mal, wenn es um Metal geht, mehr so in die Hardcore-Richtung. Sei es jetzt Hatebreed, First Blood oder Terror oder solche Geschichten. Und der Klaus hört meistens Traditional Metal, sei es jetzt Sepultura, Soulfly. Und jeder will halt seinen Kopf ein bisschen durchsetzen. Aber was ich halt dann, wo ich dann immer anbeiße oder so, ist, wenn der Song was Eigenes hat. Mhm. Das heißt, es darf halt nicht so nur 15 Metalcore-Riff sein, was man eh schon 100.000 Mal gehört hat, sondern muss ein bisschen eine Eigenständigkeit entwickeln. Und für mich ist auch ganz wichtig, dass er halt irgendwie so im Kopf bleibt. Sei es jetzt irgendeine Melodie oder sei es jetzt irgendein prägnanter Teil, wo der ganze Song drauf aufbaut. Weil dann tue ich mir leicht, da irgendeinen Text zu entwickeln. Mhm. Und da tun sich dann auch die Leute leicht irgendwie mit zum Singen. Mhm. Sei es jetzt Blatt und Geil. Und hat dann sehr einfach ein Refrain, der Jörg war dabei beim Eisinger, danke Jörg. Refrain mit Blatt und Geil, Fat and Horny. Richtig. Und ja, ein wunderschönes Stück Musik. Aber was war die Frage? ich habe ein Blackout. Das ist, möglicherweise ist das dann ein Text. Ja, verdammt. Wer weiß. Nein, aber weil du es schon auch kurz angesprochen hast, dass Hardcore... Ich habe da nämlich mitbekommen, du hast einmal bei Companion mitgetourt als Drummer, stimmt das? Ja, richtig. Weil auch noch dazu mal, der damalige Drummer ist ja, glaube ich, Lehrer, weiß nicht, ob er Volksschullehrer ist, oder Gymnasium, keine Ahnung. Der ist Lehrer und konnte sich zu der Zeit nicht freinehmen. Und das war meine Chance. Ja, yes. Und das war eine super Geschichte, ja, genau. Und Companion sind ja super gut unterwegs und machen mehr der geile Musik. Und ich war sehr froh, dass sie mich gefragt haben, ob ich mitfahren will, ja, Zeit habe. Und ich habe auch sofort Ja gesagt, weil einerseits war es echt eine coole Tour, super toll organisiert. Und zum Zweiten war es halt eine Nightliner-Tour und ich habe halt noch nie die Chance gehabt, mit einem Nightliner mitzufahren. Und ja, großartige Sache. Und selber die Burschen von Companion sind ja sehr sympathisch. Und ja, ich bin ein bisschen verliebt. Wenn man das so sagen darf, ja. Na, aber das Coole ist, du bist ja nicht nur, eben weil du in unterschiedlichen Genres unterwegs bist, du bist nicht nur im Hardcore international unterwegs gewesen, sondern du bist auch mit Showdrumming teilweise international unterwegs. Genau. Von Katar, China, dann warst du vor nicht allzu langer Zeit in Deutschland. Auf Schalke. Richtig, auf Schalke. Das ist nicht so weit aus meiner Gegend, wo ich herkomme. Ja, ja. Ein bisschen weiter noch und dann holländische Grenze. Und dann ist nicht so weit. Dubiose Gegend. Überhaupt richtig? Für mich, weil ich bin Borussia Dortmund-Fan, das hat ein bisschen im Herzen wehgetan. Wolltest du Feuerzeug in so? Ja, und das ist ein bisschen zindeln, so die Leiter und so mit dem Flammenwerfer. Ich habe es ja probiert, dann habe ich mich kurzzeitig rausgekaut und gesagt, hey, bitte, lass mich doch wieder rein. Ja, das Gute war aber, dass wir das Hotel in Dortmund gehabt haben und somit habe ich das BVB-Stadion auch besichtigen können und ja, somit war wieder alles gut und das war ein wunderschöner Auftritt. Sehr gut. Genau. Aber das Showdrumming ist ja, weil ich sage mal so, wenn du auf der Bühne bist, bist du schon ein Showdrummer. Mhm. Ein wunderbares Beispiel davon, das sollte sich jeder anschauen, ist das Bodycam-Video von Salma. Das ist 1A Comedy und gleichzeitig aber sehr, sehr professionelles und sehr gutes Drumming. Also ich hab mich köstlich amüsiert, wo ich zwischenzeitlich frage, wie spielt er das und ist er gleichzeitig lustig? Ja, da kommt wieder das Blackout wieder. Okay, so, okay. Nein, aber das Showdrumming ist ja etwas, wo du das nicht wirklich ausleben kannst, oder schon? Weil du da bist ja mehr Teil eines großen Ganzen. Das ist richtig, ja. Aber beim Showdrumming kommt es halt, ja, es kommt immer auf den Gig selber drauf an. Showdrumming ist halt wichtig, dass es halt groß ist und halt phänomenal ausschaut und halt mit großen Bewegungen. Und natürlich kann man halt nicht sich selber sein, wenn man da ein Drummer ist von einem großen Ganzen. Also, da zählt halt nicht der Einzelne und da muss man halt auch dann das einsehen und muss jetzt halt dann auch ein Teamplayer sein. Und genau, also da zählt halt die Show. Ist halt dann wieder eine ganz andere Show als mit Seek and Destroy oder mit Salma. Und ja, sind halt oft Firmen-Events oder, keine Ahnung,
ja, ganz Verschiedenes. Aber bezüglich Show machen, probt ihr das mit Seek and Destroy oder entsteht das einfach, weil ihr schon so lang miteinander unterwegs seid? Oder gibt es da wirklich Sachen, die überlegt sind? Oder ein wie ein Stand-Up-Comedian, dass er halt seine Schmäh hat, die er bringen kann? Ich glaube, das wird dann nicht funktionieren. Ja? Also, wenn wir sie das vorschreiben würden, dann würde es auf der Bühne, glaube ich, nie aufgehen, weil wir dann erstens zu blöd sind, das zu merken und dann überlegen, so, Scheiße, wie war das jetzt gar? Und dann würden das die Leute merken. Und das kommt halt ganz, ganz spontan und das ist auch meistens das, was auch bei den Leuten ankommt, ja, und das oft das Lustigere. Ja, oft geht es halt auch dann ein bisschen daneben, dann macht man sich ja zum Vogel halt für das ganze Publikum, ja, aber da muss man halt dann auch drüber stehen. Ja, was halt schon ausgemacht ist, sind halt solche Sachen, wenn man es halt mitten im Song einbauen möchte, ja, dann sagt man, okay, da will man jetzt ein Wall of Death oder keine Ahnung, ein Moshpitz kreieren. Also dann, die etwas traditionelleren Sachen, genau, wo der Rest dann, ist. Dann macht man das schon. Also, aber das, was wir auf der Bühne reden, das kommt ganz, ganz von sich selber. Ja. Ja, also wir kennen uns ja schon draußen und ich kennen sie seit dem Kindergarten, sind gemeinsam aufgewachsen. Der Klaus ist dann in der Volksschule dazugekommen, in diesen Kreise. Und somit kennen wir sie halt und somit hasst man sich und liebt man sich gleichzeitig. Man kann nicht mehr ohne den anderen. Man kann nicht mehr mit und auch nicht ohne. Genau. Schön. Richtig. Außerhalb der Musik, wo du ja meiner Meinung nach doch relativ erfolgreich unterwegs bist, bist aber schon auch immer musiknahe unterwegs oder halt beschäftigt, weil du bist ja auch beim ORF, Stage Manager, wenn ich es richtig habe. Ja. Und bei unterschiedlichste Event-Management-Sachen als Assistent oder so irgendwas unterwegs. Was hast du daraus gelernt, was du dann mitnimmst ins Musikmachen oder als Musiker sein? Was kann man daraus lernen? Oh, ganz viel, ja, ganz viel, weil ich habe, einer meiner ersten Jobs war bei Nova Music und Scalar Entertainment, mittlerweile, glaube ich, verschmolzen zu Barracuda, die was halt zuständig sind fürs Nova Rock, Frequency, diverse Konzerte. Und da nimmt man natürlich viel mit, weil ich auch selber im Büro war, sei es jetzt, wie es mit die Rechnungen ausschaut, sei es jetzt mit der AKM, sei es jetzt, wie man sich, oder wie die Rider selbst ausschauen, was man so ungefähr verlangen kann, ja. Das war schön zu sehen. Und, bist du erbaut, ja. Hörst, na gut. Da spielen wir mit Seek and Destroy nicht mehr für 100 da. Und ganz viel Hintergrundwissen. So selber, wie es natürlich auf ein Festival zugeht, wie es halt Backstage zugeht. Und man gewöhnt sich dann halt auch einige Sachen ab. Weiß nicht, so Überflüssigkeiten, dass man halt glaubt, man muss jetzt Backstage irgendwie der Rockstar sein und muss sich halt aufführen. Das gewöhnt man sich halt sehr ab, wenn man halt sieht, was das für Aufwand ist. Und das ist halt einer der unnötigsten Sachen, wenn man halt den Veranstaltern noch zusätzlich Schwierigkeiten macht, weil die rund um die Uhr Stress haben. Ja, und man hat, ja, also ist halt dann immer weitergegangen. Ja, mein Anliegen war halt, dass ich mir immer Jobs suche, die was in der Nähe von der Musik waren. Sei es jetzt für ein ORF, Radio, immer sehr viel mit Musik zu tun gehabt. Da haben wir halt immer, ja, das waren kleinere Events, aber mittlerweile bin ich halt auch zuständig für Guten Morgen Österreich, das ist das Guten Morgen Magazin. Wie du schon gesagt hast, als Stage Manager oder Inspizient. Und ja, man nimmt so viel mit, sei es jetzt von den technischen Angelegenheiten, wie die Bands selber das aufbauen, wie die Bands das managen, sei es jetzt mit der Rechnung, mit der Buchführung, Buchhaltung. Da kann man sich überall was abschauen. Und es ist halt wichtig, dass man halt ja, offen ist, das halt anzunehmen und ja, viel zu lernen. Und genau. Also mir war es halt immer ein wichtiges Anliegen, weil es ist halt oft ein Bürojob, ja. Man sitzt halt im Büro und Arbeitszeit ist auch Lebenszeit und eine der schönsten Sachen ist natürlich Musik und Essen natürlich. Und mir war es halt wichtig, dass ich das halt immer mit Musik ausleben habe können und mache das halt auch immer noch. Ja, bin zwar selbstständig auch mit der Musik und dass ich halt ein bisschen ein Grundeinkommen trotzdem beziehen kann, habe ich halt noch meine Fühler und Hände noch anderswo drinnen, genau. Aber das ist, glaube ich, das Gescheiteste. Das hörst du ja auch von sehr vielen Musikern, die man jetzt in der Szene als groß oder international sehr bekannt bezeichnet, dass
man muss so viel wie möglich machen und unterschiedliche Quellen ansprechen für Geld. Also das ist auf jeden Fall, wenn man selbstständig darin sein möchte und wenn man seinen Lebensunterhalt damit zahlen möchte, Absolut. Ist das ein absolutes Muss. Absolut, weil es gibt natürlich gute Monate, da kommt halt das Geld von alleine. Es gibt halt schlechte Monate und da ist halt immer wichtig, weil natürlich muss man Rechnungen zahlen. Ja. Mhm. Das bleibt dann am Musiker nicht der Sport, sondern ist meistens noch schwieriger. Ja, über das Schlagzeug, wenn man die Sticks wieder hin ist, das kostet alles einen Haufen. Cool. Man braucht Endorsements, ne? Das ist richtig, ja. Voll. Ich habe leider keine von McDonald's oder so, wäre cool. McDonald's. Die können auch die Big Boys sponsern. Das, ja, ich glaube, das wird recht gut ankommen. Okay. Also so Big Mac täglich würde ich schon verspeisen oder zwei. Ja. Falls zufällig wer schaut. Ja, eigentlich sind wir damit schon fast ans Ende. Mhm. Ich habe noch gesehen, du hast uns ein paar Sachen mitgebracht. Absolut. Was hast du uns denn mitgebracht? Also ich habe mitgebracht. Die zwei CDs. Richtig, ja, diese zwei wunderschöne Alben. Zu der linken Sieg and Destroy, Blood und Geil. Ein wunderschönes Stück Musik mit drei jungen Knaben mit Knabenbusen am Album. Und zum zweiten, genau, mein letztes Album mit Salma. Das ist mehr rockiger, nennt sich Schabernack. Und genauso viel Schabernack ist oben. Genau, vom Rock bis zu den Song Zervas, der was ein bisschen elektronisch angehaucht ist. Und da würde ich gerne verlosen, inklusive zwei T-Shirts. Mhm. Genau. Eins einmal mit dem wunderbaren Aufdruck vom also Dönermeister. Den Dönermeister. Genau, 350. Genau, und einmal das Bob Ross von Sieg and Destroy. Bob Ross, ja. Signature. Ich glaube, das machen wir am gescheitesten, dass einfach alle Leute, die das auf dieses Interview auf Social Media teilen, egal welchen Kanal, wir werden es finden. Finden euch. Unter alle Leute, die es teilen, da wählen wir natürlich mit irgendeinem Random Number Generator, wählen wir dann eine Person aus. Oder nein, wir wählen zwei Personen aus, ne? Das sind ja mehrere Sachen. Und die kriegen dann jeweils entweder das Seek and Destroy Package genau. Oder das Salma Package. Genau, das T-Shirt und die CD. Das ist jetzt Salma oder? Ja, natürlich. Also man muss schon das so teilen, dass wir es auch wieder finden können. Also verlinkt uns, verlinkt den Salma. Genau. Sonst verpassen wir es. Voll. Und schreibt dazu, was haben wir jetzt? Seek and Destroy oder das genau. Salma Package? Yes. So, Abschlussfrage. Was sind generell deine Ziele so in der Musik, also so die größeren Sachen? Wo willst du schlussendlich hin? Also jetzt nicht über nächste Woche Gig spielen, sondern wo soll es in 5 Jahren oder in 10 Jahren enden? Ja, das Schönste wäre natürlich, zu 100% von der Musik leben zu können. Das ist, glaube ich, von jedem Musiker so ein bisschen der Traum. Funktioniert eh teilweise schon sehr gut. Ja, es sollen größere Konzerte kommen, es sollen kleinere Konzerte. Man muss selber zufrieden sein mit dem, was kommt. Ja, es soll jede Menge Spaß machen. Bin auch froh, dass ich solche Mitmusiker habe, die was auch dann live dann das mitspielen. Sei es jetzt bei der Salma Band, da sind großartige Leute dabei. Und ich bin auch froh, dass meine zwei Burschen von Sieg and Destroy noch leben, mit dem mit dem Lifestyle, was die zwei führen. Und das ist das Wichtigste, ja, gesund bleiben. Immer ein Ziel vor Augen halten und ja, also wir haben eh schon sehr viel erreicht, sage ich mal, in der Zeit, was wir halt musizieren und es kann halt noch internationaler werden, kann immer größer werden. Ja, solange man dran bleibt, solange man dran glaubt und solange man Spaß an der Sache hat, das sind, glaube ich, die wichtigsten Bestandteile der Erfolgsgeschichte, genau. Cool. Mit ein Quäntchen Verrücktheit. Richtig, das ist wichtig. Gut, dann sage ich danke. Ja, ich sage Dankeschön. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Passt es? Yes. Yeah. Das ist ein Kaufhaus, ja. Thank you.